Mass Effect. Wir sind letztens hier stehen geblieben, haben haufenweise schlechte Nachrichten gemacht und ja, wollen wir sagen, los geht's. Ich würde sagen, diesmal gehen wir mal weiter die Story machen oder unternehmen. So, Transrapid leisten. Ich würde mal sagen, zu den Präsidium, Bezirken. C-Sicherheit, genau. So, Inhalt wird gespeichert. So, und jetzt geht's los. Und die Fahrstühle sind wieder da. Präsidiumstechniker versuchen herauszufinden, warum sich ein Computersystem vor kurzem auf katastrophale Weise überladen hat. Die Techniker sind sich bisher nicht sicher, wodurch die Fehlfunktion verursacht wurde. Sie wissen auch nicht, wozu dieses System ursprünglich diente. Der Zitadell-Sicherheitsdienst untersucht den möglichen Vandalismus oder Missbrauch öffentlichen Eigentums. Was da so kommt. So. Ja, wie lange der Fahrstuhl noch dauert, weiß ich nicht. Ich weiß es selber nicht. Und ich sage, wir reisen gleich weiter. Und jetzt werden wir wieder. Bereithalten, Landungstrupp. Ja, können wir Dekontamination aktiv. Dekontamination aktiv. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Ja, schön, gut. Executive Officer Presley hat das Kommando. Galaxienkarte und bis zu den endlichen Weiten. Wenn wir mal Richtung weitergehen. Herauszoomen, herauszoomen und herauszoomen. So. Auf Noberia. Waren wir schon. Amestau. Watcher Cluster. Haben wir schon mal Watcher Cluster? Warte gerade mal kurz, ich muss ganz kurz schauen. Weil das ist ein bisschen länger her, als ich seitdem ich Mass Effect gespielt habe. Tagebuch. Kampfauszeichnungen. Pharos, gut. Aber sie gehen jetzt auf Pharos. Noberia haben wir beendet, stimmt ja. Ah. So, ab nach Pharos, würde ich mal sagen. Ah, gut. Herkules. Und sieh die wunderschöne Stadtanimation an. Eine Nachricht für Sie, Commander. Sie kam eben über den sicheren Kanal rein. Shepard, hier spricht Admiral Karoku. Ich habe herausgefunden, wer meine Männer in die Falle gelockt hat, die vom Dreschlund getötet wurden. Verdammt! Hoffentlich erhalten Sie diese Nachricht. Es war eine Gruppe namens Cerberus. Eine Geheimorganisation der Allianz. Streng geheim, allerhöchste Sicherheitsstufe. Sie verschwanden vor einigen Monaten, waren einfach weg. Niemand weiß, wo sie hingegangen sind oder was sie vorhaben. Sie sind völlig durchgedreht, Shepard. Sie führen illegale Experimente durch und versuchen, eine Art Supersoldaten zu erschaffen. Ich habe keine Beweise, aber ich habe die Koordinaten einer ihrer Forschungswelten gefunden. Ich schicke sie Ihnen mit dieser Nachricht. Sie sind völlig außer Kontrolle. Jemand muss sie aufhalten. Ich habe meinen Teil getan. Jetzt liegt es an Ihnen. Das ist wahrscheinlich meine letzte Nachricht an Sie, Shepard. Cerberus ist hinter mir her.
Ich muss verschwinden, nein, bevor sie mich finden. Falsch gedrückt. Boah. Nein, bitte nicht. Kaoko. Oh. Kaoko müsstet ihr Englisch kennen. So. 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 War schon hier? Lass über die Nachricht kommen. Er hat mir die Koordinaten geschickt. So, da müssten jetzt mal Tag. Atiga-Traverse, gut. Gehen wir mal dorthin. Warum haben wir denn die Traverse? Ich bin nur da gewesen. Ja. So, und landen wir mal dort. Wir nehmen Rex und Tali. Hat man noch, genau. Ich würde sagen, der Planet sieht fast aus wie die Erde. Ja, sorry, wir waren wir schon. Ja, hier waren wir schon. Sorry. Kann ja mal jedem passieren. Aber Fails müssen sein. Inhalt wird gespeichert. Antiga Traverse, gut. So, wo haben wir die Antiga Traverse versteckt? Röntgen Äther, Kepler Randsektor. Sentinel Nebel. Argus Rot, Chimini, Ades Gamma, Major Cluster. Ich muss kurz schauen. Tagebuch. Hier. Gefangriff. Brauchen wir das jetzt erforschen? Sie müssen dann die Bio untersuchen. Der Cerberus hat die Alien-Monster in der Antiga-Traverse freigesetzt. Gehen wir jetzt in Numeria oder was haben wir denn eigentlich noch so da? Da könnt ihr sehen, hier sind nämlich alle, komplett alle der hier Missionen, die wir noch haben. Citadel an der Wand zu platzieren. So. Antiga Traverse. Benu. Amistau. Argus Rohr. Ich find's grad nicht. Waren wir schon Styx Aether eigentlich? Arkion. Ja, wie gesagt, ich bin. Mission. Ach, nochmal Pharos. Weiß mir aber noch Pharos. Ja, na Pharos ist. Mach mal, war Pharos fertig. Als erstes machen wir es mal durchscannen. Nee, hier ist nichts. Logan! Aha. Thank you.
Scharing. Und jetzt Pharos. Ja, wisst ihr, können wir jetzt noch an Pharos endlich mal an, wo wir schon lange hingehen wollten. Ja, ich wollte. Nächstes Video. Schalalalala, so weiter geht's nach vorne geradeaus. Ja, nach geradeaus geht's jetzt erstmal. Ja, und wollen wir mal gucken, was jetzt so wird. Verlassen bitte. Ich nehme Rex und Tali mit. Und wir haben ja letztens auch mit. Ja. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive ja, Officer Presley hat das Kommando. Ja, und wir sind auf Pharos. Komische Musik. Komische Musik, so. Wir haben Ihr Schiff gesehen. Warum? Faidan möchte sofort mit Ihnen sprechen. Was ist so wichtig, dass er mich gleich sehen will? Die Geth starten einen weiteren Vorstoß. Faidan bereitet unsere Verteidigung vor, aber er braucht Ihre Hilfe. Bitte, das ist Sie unfair nach gewesen. Oben hinter den Frachter. Ich will euch nicht spoilern, aber Mass Effect hat sich meines gehört, also ich hab gerade was. Oh, ha! Was soll ich euch sagen? Die Kleider kommt mir sehr bekannt vor. Kennt ihr Raiden aus Metal Gear Solid? Wow. Das ist genau das, was ich meine. Das sieht genauso aus. Ah. Hat die gesagt Shepard? Oder wer hat das jetzt gemacht? In die Tunnel. Sie müssen gesichert werden. Aber was ist... Diese Geth sind verdammt. Wenn wir nicht verdursten, werden uns die Geth töten. Wie soll eine Frau denn nachdenken? Oha. Die Geth sammelt sich zu einem neuen Angriff. Ach, Commander. Ich bin sehr froh, dass Sie endlich jemanden zur Hilfe geschickt haben. Sie haben sich verspätet, oder? Arcelia. Tut mir leid, Commander. Wir alle sind ein wenig mit den Nerven runter seit... Aufpassen! Es sind Geth im Turm! Wir müssen den Kern der Kolonie verteidigen! RG Frontkämpfer! Ja, ja, tot, tot, tot! Tali kriegt nur Gasmus. Ja, oder keine Ahnung, was da rum immer so schreit. So, oh, oh, oh.
man auch noch. Sprechen und dann unverzüglich ein Fahrzeug nehmen und herausfinden, wo die Geht sich verstecken. So, gut. Weiter geht's. Richtung. Reden wir mal mit denen und gucken, was er zu sagen hat. Weit geht, die sind nicht umsonst hier. Weil es wundert mich. Die Geht greift mir eigentlich wirklich nur interessante Orte an, was Sachen sagt. Vielleicht ist ein Sender hier. Ich weiß es nicht, was hier ist. Der Turm ist gesichert. Danke, Commander. Gut, dass Ihre Kolonie jetzt sicher ist. Danke für Ihre Anteilnahme und Ihren Einsatz gegen die Geht. Wir haben sie aufgehalten, aber sie werden zurückkommen. Sie werden es immer weiter versuchen. Wenn sie mir bei meiner Mission helfen, kommen hier alle lebend raus. Wir wissen nicht, wonach sie suchen. Sie landeten und griffen uns an. Das ist alles, was wir wissen. Sie haben ihr Hauptquartier beim Exogeni-Gebäude bezogen. Dort werden sie vielleicht ihre Antworten finden. Was ist Exogeni? Für dieses Unternehmen haben die meisten von uns gearbeitet. Sie haben die Kolonie gegründet. Der Skyway führt direkt zum Exogeni-Gebäude. Sie können es nicht verfehlen. Wir sind aber natürlich ist zwischen hier und dort eine ganze Armee Geht im Wege. Ich hatte nicht erwartet, dass es einfach würde. Ja. Alles vielleicht klar. Kann ich dann endlich wieder dafür sorgen, dass diese Kolonie funktioniert. So, jetzt werden wir es mal der Kolonie erstmal helfen. Viel Glück, Commander. Ja. Sie haben die letzte Angriffswelle zurückgeschlagen. Sie werden zurückkommen. Und wenn die Geht uns nicht töten, werden wir verhungern. Was unternehmen Sie, um diese Situation zu lösen? Ich müsste Warenfleischvorräte anlegen, aber das ist zu gefährlich. Der Alpha-Waren ist riesig und eine echte Bestie, vielleicht Tollwut, total außer Kontrolle. Ich kann nichts unternehmen, solange er noch lebt. Ich habe ein Raumschiff. Ich könnte Nachschub von anderen Planeten einfliegen. Sie sollten sich besser auf die Geht konzentrieren. Wenn sie uns überrennen, brauchen wir keine Nahrung mehr. Ja, wir werden das mal eine Mission annehmen. Ich muss gehen. Bis dann, Commander. Gute Arbeit mit den Geht. Ich bin froh, dass sie gekommen sind. Mal sehen, ich brauche allerdings immer noch die Energiezellen für den Generator. Wenn ich etwas finde, während ich mich umsehe, werde ich es in Ihre Richtung schicken. Danke, Commander. Ich weiß, dass... Was ist denn? Tut mir leid, aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss mich um das Wasserproblem kümmern. Kann ich irgendetwas tun? Das Versorgungsgebäude war eines der ersten, das die Geht übernommen haben. Finden Sie die Steuerung und aktivieren Sie sie. Solange wird die Kolonie kein Wasser haben. So, ich muss gehen. Rein. Viel Glück. Das war ja noch. Auf Wiedersehen. Commander, man forderte mich auf, Ihnen meine Waren anzubieten. Auf Wiedersehen. Ja, viel Glück. Untersuchen? Sie haben wohl das Kommando auf dem Schiff, das gerade gelandet ist. Ja, ich würde mal sagen, hier beende ich den Viel Zug beim nächsten. Draußen. Ja, nicht den Zug, sondern den Part. Ja, man sieht sich beim nächsten Part von Mass Effect und gibt es ruhig einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Euer Riodark 08 und auf Wiedersehen.